Tim, Hi, piss dich mal ein ich bisschen bin nach wieder Seite. anwesend. Tim, piss dich nach Seite. Jan, piss dich ein bisschen nach andere Seite. Nein, andere Seite, andere Seite. Danke. Willkommen zu einer Runde BW zusammen mit Tim und Jan. Hi. Hallo. Guten Morgen. Ja, Sehr motiviert. mit dabei sind heute Tim und. Wie heißt du nochmal? Na gut, also wir sind hier in der Runde BW. Hier, an denen jetzt wahrscheinlich auf Epileptika-Basis wechselnden Szenen sehen werdet, machen wir heute Triple FOV. Ich melde mich hier kurz nochmal aus dem Cut zum Punkto Triple FOV. Es war ursprünglich geplant, dass das Video ein Triple FOV-Video wird. Allerdings waren alle beide zu geistig inkompetent, mir ihre Aufnahmen zu schicken. Daher hatte ich halt die anderen beiden FOVs nicht. Allerdings ist es trotzdem ein lustiges Video geworden, also schaut es euch bitte bis zum Ende an. Und falls ihr Interesse habt, von mir ein Multicam, also ein Doppel- oder Dreifach-POV-Video zu sehen, verlinke ich euch die mal oben in der Infocard und beziehungsweise versucht dran zu denken, auch in der Endcard euch was zu verlinken. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr da reinschauen in der Endcard oder in der Infocard. Aber ich würde mal sagen, ich lasse euch jetzt das Video weiterschauen und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Und schreibt mir aber bitte in die Kommentare, wie ihr es fandet. Sofern Tim und Jan es schaffen. Mir das, Jan, du weißt, wie Was? man YouTube schreibt. Ja, Digga, was hältst du von der Seite? Naja, gibt bessere, ne? Ich spiele gerade wirklich ein 1v3 hier. Uff, der Arme. Ey, ganz kurz, Ja, Leute, lasst den Typen frag Jan. spawn-trappen, bis, keine Ahnung was, bis Ramadan vorbei ist oder sowas, was weiß ich. Nie. Ja, irgendwie sowas, was weiß ich, keine Ahnung. Immer freundlich unterwegs. Nee, das kann nur vorbei sein, wenn wir auch wissen, wenn wir wissen, wann es vorbei ist. Das wissen wir ja nicht, das heißt, wir spawn-trappen den jetzt einfach wirklich bis in 40 Jahre. Ja, bis halt komme zu Mat. Verpasst. Wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass es eine Runde Spawn-Trapping wird. Aber in Triple FOV. Ganz kurz, man muss dazu sagen, dass dieses voraussetzt, dass Tim und Jan es schaffen, mir ihre Aufnahmen zu schicken, weil bei Tim ist jetzt mal so ein bisschen gescheitert, ne? Ja, Junge. Ganz kurz, Nick, ich heiße nicht Tim, deswegen bin ich nicht so inkompetent. Du heißt Jan, das heißt, du bist noch inkompetenter, genau. Ja, da haben sie recht. Ganz kurz, Tim, denkst du, Wannabe Anonymous ist mad, wenn ich Clips von ihm benutze? Ja, ist er. Das hat er während einer Aufnahme gesagt, das heißt, technisch gesehen darf ich das benutzen. Ach, Junge. Warum baust du das Bett ab? Jetzt müssen wir ja noch eine Runde machen, damit sich das lohnt. Das ist die Frage, wer kommt überhaupt auf die Idee, eine Map Asbest zu nennen? Ja, das ist schon ziemlich lost. Der ist Asbest, dachte ich. Du hast aber auch keine Ahnung, was Asbest ist, oder? Deswegen sage ich es ja. Also die Kurzerklärung ist giftig. Nein, Asbest ist super als Beilage zum Essen. Kann mich jemand kann mich jemand halt helfen? Kann mich jemand retten, meinte ich, weil ich habe Gold und ich werde so ein bisschen gefokust. Ja. Achso, hi, ich wollte dich gerade schlagen. Perfekt, Digga. Ich sag's dir morgen. Tim, hast du es gehört? Jan wollte mich schlagen. Wer soll er machen? Ja, der kriegt aber eine Schelle. Ja, genau, deswegen soll er dich auch schlagen. Bin ich froh, dass ich dich nicht im Real-Life kenne, Nick. Das würdest du mir wahrscheinlich jeden Tag eine klatschen. Ja, ich bin eigentlich ein sehr friedlicher Mensch manchmal. Grün ist grün. Statement made. Grün ist blauer als gelb. Nice. Digga, ich fliege erstmal bis nach Mekka. Digga, ich will aber gar nicht nach Mekka. Ganz kurz, ich wollte mal in Urlaub fliegen. Fliegt irgendwer mit mir nach Timbuktu, Stanesien? Hey, sorry. Ich hab dir jetzt in dem Spawn-Trap, Nick, also möchtest du jetzt töten? Nee, du kannst ja einfach Spawn-Trappen, das erlaube ich dir. Ja, nee. Ja, warum Spawn-Trappst du nicht? Bad Wars noch nicht verstanden. Anmerken, dass Tim und ich ein paar Mal 100er KDs machen wollten, die dann daran scheiterten, dass wir in der ersten oder zweiten Runde meistens von einem Cheater komplett rausgenommen wurden aus dem Leben. Wir könnten theoretisch mit einem Cheat-Client 600er KD oder sowas versuchen. By the way, ganz wichtige Sache, folgt mir mal unbedingt auf meinem Twitch, aktiviert da die Glocke, abonniert mich auch auf YouTube und aktiviert da die Glocke, folgt mir auf meinem Insta und auf meinem Twitter, Tim hinter dir. Weiß. Moin. Doch, links habe ich da. Ganz wichtig, weil sonst, nee, ja, so, würde ich behaupten, oder Tim, deine Meinung? Ansonsten seid ihr nicht deutsch. Richtig. Unehre, einfach Kill abgestaubt. Noch eine Runde. Nee, das waren doch eigentlich zwei echt schöne Runden. Leckt bei euch auch die Lobby. So Leute, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Like und einem Kommentar. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert unbedingt die Glocke, um nicht mehr zu verpassen. Folgt mir auf meinem Twitch und aktiviert auch da die Glocke, um keinen Stuff zu verpassen. Folgt mir auf meinem Insta und Twitter. Da bekommt ihr immer mit, wenn irgendwas Neues ankommt oder sowas. Also lohnt sich definitiv. Tim, willst du noch was sagen? Nick ist deutsch. Ja, du nicht. Bayern sind noch weniger Deutschkinder als Sachsen, von daher. Was? Das war hart. Da ist jetzt irgendwas dran, weil Sachsen gehörte zu Preußen und Preußen war praktisch der Norddeutsche Bund so gefühlt. Bayern sind Ausländer. Der Norddeutsche Bund hat im Grunde genommen auch die treibende Kraft dabei, dass
Kaiserreich zu proklamieren. Das schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn irgendwer von euch jetzt gerade geblickt hat, was ich gesagt habe. Nein. Seid ihr Geschichtsbrüder. Oder Schwestern. Nee. Jan, willst du noch was sagen? Ja, gut, also wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeigt es mir gerne mit einem Like und einem Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin. Ciao. Wir müssen Gute Nacht. Wollt ihr noch was sagen? Wir müssen hören, Sohn. Es beruht auf Gegenseitigkeit. Gut, kann jetzt offline gehen, oder? Danke, tschüss. Oha, er geht halt echt einfach. Digga, die Aufnahme läuft noch. Ich habe Jan gefragt, ob er noch was für die Aufnahme sagen will. Hitboxen ausmachen. Sieht schon viel smoother aus. Du hast jetzt nicht wirklich die ganze Zeit mit Hitboxen aufgenommen, oder? Ich hab immer Hitboxen an, Junge. Bei Levimod habe ich halt... Geschichten aus dem Paulanergarten. Hey Junge, bei Levimod habe ich halt den Hotkey. Da mache ich sie nur an, wenn ich sie brauche. Aber bei BRC habe ich sie immer an, außer ich denke mal dran, sie auszumachen. Weil... ich spiele einfach fast immer mit Hitboxen. Na gut, Leute, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeig es mir ein Like und ein Kommi. Tim, willst du noch sagen? Nein, das war's für heute. Gut, dann bis dahin. Ciao. Tim, willst du noch Tschüss sagen? Guten Morgen. Ich weiß schon, dass ich das wahrscheinlich wieder in guten Morgen schneiden werde. Ich weiß. Nice. Gut, willst du sonst noch was sagen, außer guten Morgen? Gute Nacht. Fällt gerade auf, dass du echt verdammt laut bist im Vergleich zu mir. Kann auch einfach ein bisschen weiter von meinem Mikrofon weggehen. Nein, bin ich nicht mehr so laut. Hörte dich an, als würdest du irgendwo im Mecker sitzen oder als hättest du das Mikro im Arsch. Ja, dann kann ich auch einfach so weiterreden. Das kann ich besser editieren, als wenn du im Mecker sitzt. Jo. Also sicher, dass du nichts mehr sagen willst? Nein. Gut, dann sag mir Bescheid, wenn du dir sicher bist, ne? Ja. Was? Nein.